Und damit moin moin und ganz herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Es ist der 15. Oktober. Es ist schweinekalt. Und ich bin nicht alleine unterwegs, sondern mit mir fahren Hendrik und Tobias. Und wir probieren wohlbemerkt, unsere Schande vom März, die gibt es nicht auf YouTube oder so, nochmal gut zu machen. Und zwar wollten wir eigentlich im März 360 Kilometer fahren. Es war Regen vorher gesagt, sagen wir so, hat nicht ganz geklappt. Wir haben uns wirklich den Hintern abgefroren. Jetzt ist natürlich Mitte Oktober, ähnlich kalt, aber kein Regen. Und deswegen probieren wir es jetzt nochmal. Ich blende euch jetzt mal einmal die Tour ein. Seht ihr da mal, wir kloppen nämlich gerade richtig gut Höhenmeter. Also auf meinen ersten 80 Kilometern sind quasi fast alle Höhenmeter der Tour. Fast alle. Und wir sind jetzt gerade schon durch Bochum, Dortmund, Schwelm, durch alles durchgefahren. Da gab es jetzt nichts besonders Interessantes zu filmen. Deswegen bin ich jetzt schon bei Kilometer Nummer 67. Und die anderen beiden sind schon bei 126 dann, 50 Kilometer mehr. Ja, und ich würde sagen, wir gucken mal, was die Tour so bereithält. Nachts ist auf jeden Fall schweinekalt, mal gucken, wie das wird. Ob das was wird, jeder hat zur Not Schlafsack, Biwaksack mit, um irgendwo zu pennen. Aber ich würde sagen, einfach mal überraschen lassen und probieren zu rollen. Wir sind im feinsten Odental. Es ist einfach ein irrsinniger Verkehr gerade, also gar keine Chance irgendwie groß zu filmen oder so, außer ihr mit der GoPro oder so, aber jetzt hier die Kamera beim Radfahren in der Hand muss jetzt nicht sein. 10 Kilometer sind es jetzt bis zum nächsten Meckes, da gibt es dann die große Pause. Wir sind jetzt so bei Kilometer Nummer 90, also ja, also ich dann bei Kilometer Nummer 100, ihr bei 150. Ganz entspannt dann erstmal ausfuttern, weil man hat einfach tierisch Hunger. Feinste Spachtelei. Nach 100 Kilometern bzw. 150 Kilometern. Die Blume natürlich nicht. 15.10 Uhr, damit beenden wir jetzt den Meckes-Stopp und gucken, dass wir jetzt mal ein paar Kilometer machen. Wir haben jetzt 100 Kilometer, bzw. ich habe 100 Kilometer, die anderen haben 150 Kilometer. Aber da fehlen dann noch ein paar Kilometer, bis wir bei Nummer 360 sind. Ich bin gespannt, wie spät es wird. Jetzt kommen auf jeden Fall nicht mehr besonders viele Höhenmeter. Das macht das Ganze ein bisschen einfacher. Und ich hoffe, dass die Straßenzustände sich ein bisschen bessern, dass man nicht mehr auf den kaputten Radwegen fahren muss, sondern auch wieder auf die Straße kann. Nur mit dem Verkehr gerade ging das einfach nicht. Aber man muss es uns wirklich zugutehalten. Die Radwege sind eigentlich auch unbenutzbar, also mit den Schlaglöchern und so. Nicht gerade schön, aber halb so wild. Wir gucken jetzt, dass wir weiterfahren. Willkommen in Köln. Ganz kleine Planänderungen. Wir fahren, wenn es geht, 360 Kilometer. Aber da Tobias noch nicht so fit ist nachher, Erkältung, Grippe, weiß nicht was, fahren wir jetzt ein bisschen anders und fahren nicht die Originalstrecke, sondern wir fahren ein ganz kleines bisschen anders. Nehmen wir jetzt erstmal zu Ideen nach Hause fahren, beziehungsweise in die Nähe.
Da machen wir dann Kilometer, weil da kennen sie wenigstens die Strecken. Ja, und dann muss ich halt nachher noch nach Hause fahren. Das sind nochmal so 50 Kilometer. Aber ich würde sagen, das passt auf alle Fälle. Und dann machen wir das halt so. Kann ich voll verstehen, dann ist man halt in der Nähe wenigstens. Und wenn irgendwas schief läuft oder so, man nicht mehr kann, kann man halt sagen, okay, ab nach Hause. Aber auf alle Fälle probiere ich noch so viele Kilometer, wie es geht, zu machen. Und ich bin mal gespannt, was heute noch so geht. Einfach mal abwarten. Ansonsten, wir haben diesmal den schwierigen Teil ohne größere Probleme geschafft. Beim letzten Mal waren die Höhenmeter mit dem Regen ja wirklich unerträglich. Dieses Mal waren nur die Höhenmeter unerträglich gefühlt. Ja, aber geile Tour bisher. Also läuft, würde ich sagen. Nur Köln ist gerade nicht so schön zum Durchfahren. Einfach weil überall Baustellen sind. Aber ich glaube, das kann man verstehen. Endlich sind wir raus aus Köln. Ganz entspannt hier den Rhein entlang. Mega nice. So kann sich das Leben lassen. Ja, mal gucken, ob es dann heute wirklich die 360 Kilometer werden. Einfach mal schauen. Gerade ist die Laune auf jeden Fall top. Temperatur passt auch. Sonne könnte ein bisschen mehr rauskommen, aber das war's auch. Ansonsten mega nice hier gerade zu fahren, einfach nur. Wie man sieht, es wird schon ganz, 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 ganz leicht dunkel, beziehungsweise Sonnenuntergang. Das heißt, so lange ist jetzt nicht mehr hell. Und dann heißt es schon Nachtfahrt. Ich bin sehr gespannt. So Leute, wie ihr seht, ist es stockduster quasi. Ich wollte euch jetzt mal aufklären, warum es jetzt so lange keine Aufnahmen gab. Ganz einfach, ja, keine gute Möglichkeit, sagen wir mal so. Wir haben natürlich Krefeld erreicht, sind da durch die ganzen Städte, durch Köln und alles Mögliche, war nicht so ganz, ganz, ganz angenehm mit den Ampeln. Uns ist auch extrem viel Zeit flöten gegangen. Aber wir haben jetzt einen neuen Masterplan, und zwar fahren wir jetzt hier 3 Runden a 50 Kilometer. Dann hätten nämlich Tobias und Hendrik ihre 360 Kilometer voll. Und ich muss dann noch nach Hause fahren, 50 Kilometer. Ja, mal schauen, wie das geht. Hier seht ihr sie einmal. Ihr seht, dunkel, aber wir haben gute Beleuchtung. Und ich würde sagen, lasst die Nacht beginnen. Das wird ein richtig geiler Night Ride jetzt auf jeden Fall. Mega geil. Ja, damit melde ich mich nochmal aus dem Duisburger Hafen, ist das hier, glaube ich. Ich bin jetzt mittlerweile alleine unterwegs. Hat jetzt keinen Grund, dass wir uns verzankt haben oder sonst was, sondern
Tobias geht es einfach nicht mehr sehr gut. Das heißt, Tobias hat vorhin auf der ersten Runde gesagt, okay Leute, ich glaube, es geht nicht mehr. Nicht irgendwie, weil jetzt der Körper sagt, mir ist das zu anstrengend, sondern er ist noch ein bisschen erkältet und die Erkältung sagt jetzt einfach, bis hierhin und nicht weiter. Also es hat halt gesundheitliche Gründe. Wir haben die Runde noch mit Tobias beendet, haben uns danach entschieden, okay, zu zweit, wir würden es körperlich auf jeden Fall schaffen, noch zwei Runden, aber ob das jetzt bei den Temperaturen so Sinn macht, vor allem, das Problem ist ja, dass ich noch 53 Kilometer nach Hause fahren muss und es dann noch frischer wird, wenn es jetzt sehr, 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 sehr spät in der Nacht ist. Und deswegen haben wir uns gesagt, okay, komm, wir machen uns jetzt noch einfach einen schönen Dönerabend. Also wir haben uns einfach einen Döner geholt, haben den Döner zu Hause gegessen und ich bereite mich gerade hier auf den Rückweg vor. Das heißt, ich fahre jetzt nach Hause, 53 Kilometer, wir haben jetzt 11 Uhr und wie gesagt, ich bin jetzt gerade in Duisburg und von hier heißt es jetzt ab zurück nach Hause, das wird nochmal gut. Ja, ich habe mich dick angezogen, wundert euch jetzt nicht, warum ich mich jetzt nicht selber filme, hat einfach den Grund, dass ich hier die Strecke nicht kenne und zwischendurch auf den Wahoo gucken muss. Gleichzeitig euch aber einmal auf den neuesten Stand bringen wollte. Ja, es tut mir wirklich leid, dass ich jetzt diese Tour so extremst wenig gefilmt habe. Also für meine Touren ist das unter aller Minimum, weiß nicht was. Aber ja, was soll ich sagen? Die Tour war einfach, also sie war geil oder sie ist geil. Ich bin ja gerade noch unterwegs. Aber durch die ganzen Städte und durch die doch teils schlechten Wege gab es einfach oft einfach gar nicht die Möglichkeit, die Kamera richtig zu holen und zum Beispiel jetzt so im Vlogging-Style sich selber zu filmen und dabei was zu sagen. Tut mir ein bisschen leid für euch. Ist auch ein bisschen schade generell so für die Tour, weil die Tour echt geil war jetzt mit den beiden. Ja, ich hoffe, man kann es mir verzeihen. Ansonsten gibt es demnächst sicherlich noch weitere Videos. Ich fahre jetzt nach Hause, probiere so gut es geht, das Ganze nochmal zu dokumentieren. Und ich würde euch trotzdem jetzt schon mal hier an der Stelle danken fürs Zuschauen. Und jetzt geht's weiter. Übrigens, wenn ich das jetzt schaffe bis nach Hause, dann wäre ich heute 270 Kilometer gefahren. Ich denke, da kann man bei den Temperaturen trotzdem vergleichsweise stolz drauf sein. Ich weiß nicht, wie ihr das seht. Ich würde jetzt die 360 Kilometer zwar als gescheitert ansehen, aber ich sag mal in Ehre gescheitert. Also Hendrik und ich haben beide gesagt, wir hätten es safe noch schaffen können, aber die Frage ist, um welchen Preis, beziehungsweise ob man sich dann da so durchquälen möchte. Weil ich weiß von mir, ich kann mittlerweile mehr als 360 Kilometer fahren. Aber die Kälte ist dann doch wieder so eine ganz andere Herausforderung. Könnte man machen, muss man jetzt aber nicht. So habe ich mich entschieden. Ich denke mal, das kann man verstehen. Wir hatten trotzdem eine mega geile Zeit. Aber jetzt heißt es, nach Hause rollen. Ganz, ganz kleine Mini-Zwangspause. Der Wahoo hatte gerade kein GPS-Signal, weil ich angerufen wurde. Und irgendwie hat er anscheinend deswegen Probleme gehabt, weil er noch mit dem Handy verbunden war. Naja, halb so wild. Das geht jetzt recht schnell, weil es ja nur 270 Kilometer sind oder 240 bisher. Ja, ich habe keine Ahnung, wo ich bin. Ich glaube auf dem Weg Richtung Mülheim. Ich kann es euch aber echt nicht genau sagen. Aber ich habe mich richtig schön warm gefahren und es bockt gerade einfach eigentlich ziemlich gut. Also macht echt auf jeden Fall Laune. Ich kann gerne so weitergehen. Wenn ich so bis ins Ziel komme, wäre das auf jeden Fall ultra nice. Also ich dachte ja eigentlich, dass ich hier das Gebiet rund um Essen eigentlich ziemlich gut kenne, was das Radfahren angeht. Aber Komoot hat mich jetzt Höhenmeter spüren lassen, die habe ich noch nie gesehen, die bin ich auch noch nie gefahren, also ich glaube, das ist erstmal das letzte Mal, dass ich Komoot vertraue mit der schnellsten Strecke, vielleicht mag es von der Luftlinie stimmen, aber definitiv wäre die Strecke an der Ruhr, die ich bereits hunderte Male gefahren bin, deutlich entspannter gewesen ohne Höhenmeter. Naja, nichtsdestotrotz, ich bin jetzt gleich aus Mülheim raus und in Essen und ich denke mal so 1:30 Uhr bin ich zu Hause. Das passt auf alle Fälle. Nur die Höhenmeter sind jetzt nochmal anstrengend zum Schluss. Aber das werde ich auch ganz sicher überleben. Hätte echt so einfach sein können. Wäre ich mal wirklich ab Duisburg einfach ganz entspannt die Ruhr entlang gefahren. Wären wahrscheinlich 10 Kilometer mehr, aber keine Ampeln. Und einfach ganz entspannt vor sich hinrollen. Naja, nichtsdestotrotz, Komoot lasse ich jetzt gleich beiseite liegen, weil ich bin jetzt wieder auf der Bahntrasse am Gruger Park. Und ich nehme jetzt einfach die paar mehr Kilometer in Kauf, fahre die Strecke, die ich perfekt kenne und lasse mich hier nicht weiter quasi aufs Korn nehmen, weil Strecke von Komoot ist echt gerade ein Witz. Ich sag's wie es ist, Bahntrasse wieder runterfahren fühlt sich richtig gut an und guckt euch einfach diesen Scheinwerfer an, ey, ich finde den so nice.
perfekte Ausleuchtung. Ich kann locker 50 Meter weit gucken, eher deutlich weiter. Genauso möchte ich das. Vor allem bei so Abfahrten hier. So, damit überquere ich jetzt schon mal die Ruhr und bin auf der richtigen Seite. Nicht, dass ihr euch wundert, warum das Ganze hier so beschlagen ist. Es ist nicht beschlagen. Es ist einfach nur so extrem nebelig. Ja, man sieht nichts. Dieser Nebel wird einfach nicht ansatzweise weniger. Guck mal, man sieht den Mond gar nicht richtig. Also man sieht nicht besonders viel Struktur. Hier die Ruhr ist natürlich jetzt stockduster. Ist auch komplett vollgenebelt. Liegt natürlich an der Ruhr das Ganze und hier auch. Tja, schade drum. Aber es sind nur noch knapp irgendwie 7, 8 Kilometer bis nach Hause. Dann geht's richtig los. Aber so richtig, richtig. Und zwar gibt es dann einmal was zu essen und dann heißt es schlafen. Ja, jetzt ist wirklich das Objektiv beschlagen. Und wie ihr wisst, kriege ich das jetzt nicht mal eben sauber. Ich habe zwar wieder ein Mikrofasertuch mit, aber da das jetzt die letzte Aufnahme ist für heute, würde ich sagen, sieht das dieses Mal etwas verschwommen aus. Ja, wir haben 1.39 Uhr. Ich habe jetzt bestimmt eine Dreiviertelstunde länger gebraucht als geplant. Lag an den schrecklichen Umwegen, die Komoda geplant hat und allem möglichen. Ich habe eigentlich sonst keine Pause gemacht. Außer, dass ich einmal 5 Minuten auf den Wahoo gewartet habe, bis der sich wieder gerafft hatte. Ja, geile Tour. Super kalt. Kann ich trotzdem jedem empfehlen. Muss man mal machen. Vielleicht nicht direkt mit so einer Tour starten, aber ist auf jeden Fall gut gewesen. Und da die Kamera gerade in meinem Arm ziemlich schwer wird, weil die ja doch schon etwas mehr wiegt, würde ich sagen, ich werde jetzt was essen, mich hinlegen und wir sehen uns im nächsten Video. Schön, dass ihr dabei wart.